Herzlich willkommen zu King. Nee, warte. Herzlich willkommen zu King of Seas. Und ich würde sagen, wir drücken mal direkt Enter. So, jetzt sind wir hier in King of Seas drin und erstellen ein neues Spiel. Ghana, I guess. Wie, Alter, wer. Okay, Lucky oder Marilu? Nee, wir finden Lucky, weil ich Lucky bin. Brauchen wir ein Tutorial? Ja, komm. Nein, ja, ach. Egal, wir brauchen kein Tutorial. Oh, Eagle's Den. Guck mal, das ist eine Schaluppe mit drei Kanonen. So, da es hier extrem viel Text kommt. Ja, Kanon, wir wurden von so einem komischen Captain gerettet. Und, ja, das eigentlich nur, weil das der Code ist und weil er noch Schulden bei unserem Vater hatte. Ja, und auf unserem Kopf ist irgendwie ein Kopfgeld und alle wollen uns töten und deswegen sind wir jetzt anscheinend ein Pirat. Ja. Ja, ganz normal. Oh, ist das die Royal Navy? How dare you? Ja, die Pirate Hunters, die haben... Kann ich mich auch bewegen eigentlich? Also ich meine, aktuell muss ich mich nicht bewegen, so, genau, aber... Kann ich mich bewegen? Wenn ich wollen würde... Ah, wir haben gewonnen. Oh, da fahren wir. Bisschen segeln wir. Oh, wir fahren. Enter the market. Ach so, das ist hier. Oh, okay. Wir sollen Woodbine. Okay, jetzt sollen wir den Merchant Port reachen. Wir müssen also jetzt gleich nach rechts hier. Ah, das ist der Explosive Barrel. Oh, wir sind da. Und dann haben wir angedockt. Oh, ich habe lange auf die Zeugs gewartet. Vielen Dank. Oh, wir haben ein Geburtstagsgeschenk. Hey, wie können wir überhaupt mit uns reden? Ist egal. Komm zurück, da wo du hergekommen bist. Okay. Ah, okay. Oh, hier sind Schiffe. Ich glaube, die sollten wir noch nicht überfallen. Considering, dass wir Level 3 sind, scheinbar. Es ist so heiß, wir stecken am Raum. Ja, schade eigentlich. Kann ich hier nichts machen. Ja, bis jetzt ziemlich viele Ähnlichkeiten mit COCs. Armory Ship. What are you doing, Stepbro? Überraschung, wir haben irgendeine neue Ultra-Fähigkeit für dich. Geil. Siehst du das Schiff da? Ja, ich sehe das Schiff. Ja, das ist beladen mit aller Voodoo-Magie, die wir überhaupt besitzen und allen Artefakten, die wir haben. Und du sollst es jetzt zu irgendeinem komischen Außenposten bringen. Okay. Okay. Also wir sind komplett neu, haben noch so gar nichts gemacht und jetzt sollen wir irgendein Schiff eskortieren. Ach warte, King's Cove, das ist ja da, wo wir gerade waren. Also wir sollen jetzt dieses Schiff da nach King's Cove bringen, da wo wir gerade schon waren. Und wir sollen es halt eskortieren und das trägt einfach jegliche Voodoo-Magie, die es je gab. Und alle Artefakte, die es je gab an Bord. Und wir als komplett neue Piraten sollen es einfach mal hier eskortieren. Kann ja nichts passieren. Später. Military Ship. Oh oh. Fahr schneller. Aber I guess wir müssen die fighten. Okay. Nein, ich will euch nichts versenken. Wir sind gesunken. Ja, gut. An der Stelle beenden wir das Let's Play. Ich sehe sehr viel Potenzial, Sea of Thieves hier als Spiel abzulösen. Ich glaube nicht, dass Sea of Thieves noch irgendeine Chance hat, bei diesem Spiel mitzuhalten. Und, ja, ne? Vielleicht kommt irgendwann mal ein Part 2. Wir sehen uns auf den Weltmeeren, also auf diesen Weltmeeren, weil wer spielt jetzt noch Sea of Thieves, wo dieses Spiel draußen ist? Ja, ne? Hauen Sie rein. Warte, du hast nicht abonniert? Hier, schnell, abonnier! Oder soll ich mal Joe fragen, was er davon hält, wenn du nicht abonnierst? There's literally no point, because we will find you and we will ban you.